Hallo zusammen und willkommen zurück beim LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. So, ich habe schon einen Haufen Gras gefahren hier, Silage, und zwar sieht man jetzt leider nicht. Das sind, glaube ich, knapp 90.000 sind hier drin. Hab übrigens einen neuen Ladewagen geholt. Und der alte ist tatsächlich verbuggt, habt ihr ja bestimmt mitgekriegt. Wenn man den auslädt, muss man 1000 Mal darauf drücken, dass der endlich vollständig entladen ist. Dieses Problem hat der hier nicht. Dann habe ich noch gekauft einen zweiten, wie heißt das Teil, Hubwerk. Ein zweites Hubwerk. Ja, das kennt ihr schon, die beiden Teile. Bringen wir mal eben hier rum, genau an den, nein, nicht an den, hier hin, genau, hier haben wir ein neues Düngerwerk mit 4000 Kapazität, das funktioniert ganz gut, alle Felder sind jetzt auch mindestens alle, ich hoffe doch, dass alle zweimal gedüngt sind. Habt ein paar Eier verkauft. Ja, Kredit aufnehmen mussten wir leider auch. Habe ich noch was gemacht? Ja, da drüben halt Rasen gemäht ohne Ende. Und ich muss mal, mir lässt keine Ruhe, ob wir das zweimal gedüngt haben. Oder ob ich das zweimal gedüngt habe. Bodenbeschaffenheit. Nein, nur einmal. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Dann weiß ich, was jetzt mal ansteht hier. Unser Helfer bekommt wieder Arbeit. Achso, hier vorne natürlich ein neues Gewicht geholt. Wir haben natürlich keinen Dünger. Mehr 4000 Kapazität. Ja doch, kein Dünger. Man wechselt erst jedes Mal Dünger und Saatgut. Ach so, ja, dann habe ich noch gekauft eine Kettensäge. Ist ja klar, ne? Hier liegen noch ein paar Ballen. Ansonsten ist das hier fast abgeerntet. Alles Gras weggemäht. Und wir kaufen mal eben 4 Säcke. Ein. Ach so. Und Paletten Mineraldünger. Es ist blöd, dass man hier keine Zahl eingeben kann. 3, 4 und jetzt hatte ich es ja versprochen und da seid ihr live dabei. Platzierbare Objekte. Kercher. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Drehen war mit Q und... Nee, nicht. Und wie kann man denn drehen hier? Ach doch. Alles klar, aber hier wollen wir es natürlich nicht hin haben. Wir wollen es natürlich auf unseren Hof haben. Und zwar... Wo würde es sich denn anbieten? Hier fahren wir drauf... Hier vorne sieht doch gut aus, oder? Kann ich die Karte drehen? Nein, da will ich es natürlich nicht hin haben. Kann man nicht die Karte drehen? Das geht bestimmt. Ah, das ist jetzt blöd. Das ist richtig blöd. Können wir hier mit? Ah, mit dem Controller geht's doch. Und zwar. Hier bietet es sich ja an, ne? Hat einmal nur gedreht, den Kercher. Zack. So. Ja, hier sieht doch ganz gut aus, ne? Zack. Gut. Escape, Escape. Ja. Super. Wäre das auch endlich erledigt, weil ich kann selber die Fahrzeuge nicht mehr sehen. Hier steht noch unser Gewicht und wir mussten den Ladewagen nochmal kaufen, damit wir Ballen auch transportiert kriegen. Alles andere ist einfach momentan zu teuer.
So. Schwuppdiwupp. Ein bisschen was bleibt dann hier stehen, aber das ist ja egal. Das können wir dann beim nächsten Mal abholen. Jetzt wollen wir hier nur mal den Helfer in Arbeit kriegen. So. Ja, wo war ich stehen geblieben? Kettensäge haben wir geholt. Und dann werden wir so den einen oder anderen Baum, der uns stört, umlegen. Und dann wollen wir mal versuchen, dass wir die Fabriken damit bestückt kriegen. Jetzt hängt er hinten ordentlich runter. Jetzt wäre das andere Gewicht wahrscheinlich doch besser. Kann ich das ein bisschen ausgleichen, wenn ich das hier runterfahre? Nein. Schwerpunkt ändert sich nicht groß. Aber das sollte klappen hier. Ist natürlich jetzt auch wesentlich schwerer. Da hinten 4 Tonnen Dünger hinten drin. Das zieht den Arsch ganz schön runter, ne? Brauchen wir uns ja nicht vormachen. So. Und die fahren hier alle, nehmen sie einen die Vorfahrt. Achso, wir wollten zu Feld 2, ne? Da sind wir hier natürlich falsch. Ist klar. Komm, dann fiedeln wir uns hier zwischen den Bäumen ein bisschen durch. Und fahren dann hier. So, und dann fangen wir hier an. Das sieht doch gut aus. Dann hauen wir hier noch die zweite Düngestufe drauf. Und dann sollte das wohl fluppen. Das ist Feld 2, ne? Genau, Feld 2. Doch, düngen und sehen wir mal richtig. Feld 2. Automatik. Startposition ist Nordost. Startrichtung Süden. Das dürfte alles schick sein. Jawohl. Und dann würde ich mal sagen, let's go. Ich sehe jetzt gar nicht, dass sich hier was verändert. Können wir das vielleicht noch gar nicht düngen? Das kann natürlich sein. Dann hören wir auch damit auf. Warum geht das noch nicht? Warum geht das noch nicht? Wahrscheinlich, weil wir es erst schon gedüngt haben. Aber das haben wir die anderen Felder ja auch, ne? Dann sage ich mal Kommando zurück. Und wir machen uns hier erstmal auf den Weg. Fahren hoch zum Händler. Beziehungsweise wir können mal an unseren Feldern gucken. Das ist ja Feld 2. Hier stört uns ja kein Baum. Ne? Das ist alles schick. Büsche kriegen wir nicht weg, ne? Leider. Da kann man ja auch durchfahren, das ist ja uninteressant. Die Bäume stören mich jetzt auch nicht. Vielleicht, dass man den umhaut. Aber wäre jetzt nicht so wild. Feld 15 gehört uns eh nicht. Na, dann fahren wir hier gerade mal eine Runde rum. Obwohl, ist ja nicht unser Feld, ne? Obwohl, da vorne ist eine Einbiegung. Da fahren wir hoch. Weil an dem anderen Feld haben wir definitiv was. Na, da
Das ist auch ein großes Feld. 14 und 15. Aber die können wir uns ja nun mal noch nicht leisten, aber habe erst, wie gesagt, so viel Geld aufgenommen, damit wir uns den Ladewagen kaufen konnten. Den neuen und die Düngemaschine. Und ein bisschen Kredit sollten wir uns noch in der Hinterhand halten, damit wir die Schafe holen können. Konnte ich jetzt noch nicht, weil momentan sind die Schafe schweineteuer. Schafe, schweineteuer. Auch ein interessantes Wortspiel. So, das ist unser Feld. Und die Bäume hier, die beiden. Wie gesagt, ich bin da noch nicht so firm drin. Eigentlich bräuchten wir noch den Anhänger, ne? Ja, wir machen erstmal nur eine Inspektion. Die beiden Birken weg. Und hier ist noch eine dritte Birke. Die könnte auch weg. Ne, die gar nicht wahr. Die steht bei uns auf dem Grundstück da. Muss nicht weg. Also zwei Birken hätten wir schon mal. Dann die drei Bäume hier. Und da ist doch noch eine Birke. Und da liegt Gold. Das sieht doch gut aus. Das machen wir so. Das wollte ich doch zumindest mal ausprobieren. Wie ging denn das? Irgendwie B drücken. Maus mal ausprobieren. Sollte da nicht so ein Kreis kommen? Werkzeug aktivieren und rotieren. Ich sehe da nichts. Mal das Pad nehmen. Jetzt haben wir bei Y ist hinhocken. Okay, das ist springen. Sollte man das nicht irgendwie... Ah, oho. Jetzt. Ah, da ist der Ring. Meine Güte. Können wir den irgendwie umlegen, den Baum? So ist es ja ein bisschen ungünstig, ne? Können wir dagegen fahren? Oder glitschst du da durch? Ne, das geht sogar. Ist jetzt nicht die feine englische, beziehungsweise jetzt haben wir uns hier festgefahren, ne? Jawoll. Nein. Wir stoßen da mal vor. Dann müsste er doch richtig fallen. Schon. Fall endlich um. Er liegt immer noch nicht richtig. So fällt man also keine Bäume, Leute. Ich wollte euch das nur mal zeigen, wie es nicht geht. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hat er auch nicht genug Kraft. Aber vielleicht geht es ja auch so. Irgendwie musste man die Dinger doch entdrahten, ne?
entasten. Da musste man sich hinhocken. Wie soll man sich denn hier hinhocken und gleichzeitig irgendwie geht da gar nichts ab. Ich hab's wahrscheinlich verbockt hier. Das gefällt mir auch so nicht. Den anderen Baum könnte man natürlich auch umsensen, ne? Das könnten wir noch machen. Okay, Leute. Ich glaube, das versuche ich offscreen, die alle mal umzulegen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, habt noch einen schönen Tag. Tschüss und ciao, ciao.